Egal ob buschig, getrimmt oder gezwirbelt, Schnurrbärte sind in Pakistan ein Zeichen von Stolz und Kultur. Den Schnurrbart wild wuchern zu lassen, ist allerdings nicht erwünscht. Männer müssen ihre Gesichtsbehaarung regelmäßig beim Barbier stutzen lassen. Auf jeden Fall. Schnurrbärte sind ein Zeichen von Männlichkeit. Deshalb haben wir sie. Wenn man keinen Schnurrbart hat, dann sieht man aus wie eine Frau. Traditionsgemäß stellen Männer in Südasien ihre Bärte gerne zur Schau. Jeder trägt ihn auf seine Weise. Doch seitdem der religiöse Fundamentalismus erstarkt, kann das Tragen von Schnurrbärten Probleme bereiten. Vollbärte sind da sicherer. Malik Afridi hat das am eigenen Leibe erfahren. Der Ladenbesitzer investiert jeden Tag eine halbe Stunde, um seinen 76 cm langen Schnurrbart zu ölen, zu stutzen, zu zwirbeln und zu föhnen. 2009 kidnappen ihn Islamisten. Sie halten ihn einen Monat lang gefangen und zwingen ihn, seinen Schnurrbart abzurasieren. Inzwischen hat er ihn wieder wachsen lassen, trotz Morddrohungen. Ich liebe meinen Schnurrbart. Ich habe ihn so lange wachsen lassen. Für diesen Bart musste ich meine Heimat verlassen. Und wenn ich es müsste, würde ich auch aus Peshawar weggehen. Ich könnte nach Indien gehen oder anderswohin. Aber ich gehe keine Kompromisse mit meinem Schnurrbart ein. Malik Afridi träumt davon, Asyl in einem westlichen Land zu bekommen. Dort will er dann internationale Wettbewerbe gewinnen mit seinem Bart. We'll be right back.